Servus Leute, heute geht es um meine Settings im Patch 0.13, den Streets of Tarkov Vibe. Was ich da eingestellt habe, warum ich das so eingestellt habe und einfach ein paar nützliche Tipps, um eure Performance zu verbessern. Viel Spaß! Zuerst ein kleines Vorwort zur Hardware. Tarkov ist grundsätzlich CPU-gebunden, das heißt, die CPU ist der entscheidende Faktor, wie viele FPS man hat. Und bei der CPU muss man auch nennen, die RAM-Geschwindigkeit ist auch wichtig. Bei so ziemlich allen neueren CPUs, das heißt, spart nicht am RAM, wenn ihr eure CPU nicht unnötig ausbremsen wollt. Das ist ein Fehler, der wird oft gemacht und an der Stelle muss ich auch sagen, was auch oft passiert ist, dass das XMP-Profil nicht aktiviert ist. Wenn ihr RAM kauft, wie zum Beispiel 3200er CL16 RAM, dann müsst ihr das XMP-Profil im BIOS aktivieren. Und das geschieht nicht automatisch, nur weil ihr den RAM einbaut. Der läuft dann auf Standardtakt und viel langsamer. Das heißt, geht ins BIOS, macht das XMP-Profil an. Bei ASUS Boards heißt es DOCP. Und dann bremst ihr eure CPU nicht so arg aus. Umso besser die CPU dann ist, umso mehr die berechnen kann, umso mehr kann die Grafikkarte befeuert werden. Und eine Grafikkarte kann bis zu 100% ausgelastet werden. Bei der CPU-Auslastung ist mir auch untergekommen, dass oft der Fehler gemacht wird, dass die Gesamtauslastung betrachtet wird. Oh, meine CPU hat bloß 20% Auslastung. Es liegt daran, eine moderne CPU hat ja 8 Kerne und bei Spielen und insbesondere bei Tarkov werden immer bloß so 1 bis 2 Kerne richtig ausgelastet. Das heißt, bei 8 Kernen sind 2 Kerne 25%. Bei mir, bei einer 8-Kern-CPU, dem 5800X3D, liegt die CPU-Auslastung bei Tarkov bei 20 bis 30% und das ist vollkommen normal. Der Klassiker, ihr macht den Taskmanager auf dem zweiten Bildschirm und schaut, oh, da wäre ja noch 80% Luft. Das stimmt aber nicht, lasst euch da nicht täuschen. Bei einer GPU ist es anders, die kann bis zu 100% hochfahren und erst dann würde die bottlenecken. Es kommt aber nur selten vor, das passiert nur, wenn ihr eine stärkere CPU habt als eine GPU und behaltet es einfach im Hinterkopf, wenn ich euch jetzt gleich die Settings erkläre. Meine Grafik-Settings. Auflösung 1440p. Die Auflösung geht rein auf die Grafikkarte, performance-technisch. Das heißt, wenn ihr eine gute Grafikkarte habt, könnt ihr, egal auf welcher Auflösung, spielen letzten Endes. CPU wird davon nicht beeinflusst. Screen Mode immer auf Fullscreen. Es bringt FPS, nicht borderless spielen. Die Aspect Ratio Monitor ist klar. Einfach auswählen, was da passt. Und Texturqualität habe ich auf High. Das ist auch ein Setting, das geht rein auf die Grafikkarte, beeinflusst nicht die CPU. Wenn man eine gute Grafikkarte hat, kann man das auf hoch stellen. Je nachdem könnt ihr dann auch runtergehen, wie ihr es halt haben wollt. Shadow Quality, Low, allein der Übersicht halber. Leider kriegt man diese komplett dunklen Schatten auch nicht weg, aber Low Shadows ist bei mir am übersichtlichsten und deshalb habe ich das auf Low. Object Lot Quality auf 2,5, das ist sozusagen die Renderdistanz, ab wann was reingerendert wird. Habe ich auf 2,5, weil ab da rendert alles rein bis auf 400 Meter. Und das ist genug. Und wenn man dann anlegt mit einem Scope, rendert eh alles auf unendlich Distanz rein. Geht nicht auf 2, weil dann ist es teilweise so, dass ihr Leute nicht mehr spotten könnt. Die sehen dann auf Entfernung aus wie Strichmännchen und werden leicht übersehen. Das heißt, 2,5 ist das Minimum, was man machen sollte. Das habe ich hier und es reicht auch vollkommen aus. Overall Visibility 400 Meter reicht auch vollkommen. 400 Meter weit sehen und wenn ihr durch den Scope schaut, dann erhöht sich das eh auf unendlich. Und dann passt es auch. Anti-Aliasing TAA High. Mag ich sehr gerne, macht ein sehr angenehmes Bild, kein Kantenflimmern und so. Ist ein Setting, das sehr auf die Grafikkarte geht. Je nachdem, wie gut eure Grafikkarte ist, könnt ihr das anmachen. Resampling einfach, würde ich auch immer da lassen. Dann DLSS und AMD FSR, kommen wir gleich noch drauf. Das sind Settings, die die Grafikkarte extrem entlasten. DLSS geht plus 2000er, 3000er, 4000er Serie mit Nvidia-Karten. AMD FSR 2.1 ist jetzt neu mit diesem Patch. Geht auch mit 1000er Nvidia-Karten und drüber. Bei AMD weiß ich es nicht genau. Ist ein gutes Setting, insbesondere wenn ihr eine 1000er-Karte habt. Könnt ihr da gerne mit rumprobieren, weil es extrem die Grafikkarte entlastet. Und wie gesagt, vielleicht bei euch die Grafikkarte schon mal auf 100% geht. Dann könnt ihr mit AMD FSR rumspielen. Wir schauen es uns gleich noch an. HBO, einfach, ja, dass es besser aussieht. SSRR, dasselbe, Wasserspiegel und was auch immer. Habe ich aus, der Übersicht halber. Anisotropische Filterung habe ich per Texture. Das ist einfach, dass die Texturen auf Waffen so nicht so ganz verwaschen sind. Sieht gut aus. Nvidia Reflex ist insbesondere bei Nvidia-Karten sehr sinnvoll. On und Boost. Das heißt, im Menü sind die FPS limitiert auf 60 und im Raid sind sie dann offen. Und ja, man hat ein bisschen weniger Input-Lag. Also bei Nvidia-Karten auf jeden Fall Nvidia Reflex an. Und mit Boost. Sharpness habe ich aus, das bleibt euch überlassen, weil auf einem Stream, ich bin ja Streamer offensichtlich, weil auf einem Stream dadurch die Bildqualität leiden würde, wenn man die Sharpness hochtut. Deswegen habe ich die aus, aber ohne Stream hätte ich sie irgendwo weiter oben. Dann hier die FPS-Limits, Lobby würde ich immer auf 60, hier 144, das ist, wenn Nvidia Reflex an ist, hinfällig.
Hier die zwei Settings sind es bloß fürs MIP-Streaming. Es kommt hier unten. High Quality Color habe ich hier unten alles aus. Das sind alles letzten Endes so Effekte, die ziehen Performance. Blur, ja, Chrome Aberrations, das der Übersicht halber alles auslassen. MIP-Streaming ist ein Setting, das ist gut, wenn die Grafikkarte nicht so viel VRAM hat. Dann macht man das an und dann wird die ein bisschen entlastet. Bei meiner 3080 ist es nicht nötig, deshalb habe ich MIP-Streaming aus. DLSS und FSR 2.1, zwei interessante Settings, wenn eure Grafikkarte nicht ganz so stark ist. Und man muss da immer beachten, darunter leidet halt immer die Bildqualität. Ich habe es gesagt, ich habe TAA High an, weil es halt einfach ein sehr schönes Bild macht. Wenn man jetzt zum Beispiel DLSS anmacht, ich würde das immer bloß auf Qualität anmachen. Das bringt schon genug Performance und alles drunter sieht doof aus. Dann fällt es mit Anti-Aliasing eh weg. Ich mache es jetzt mal an und wir schauen mal kurz. Man sieht halt hier auf Entfernung, ich weiß nicht, ob man es auf dem YouTube-Video dann wirklich sieht. Die Kanten fangen ein bisschen das Flimmern an. Es ist nicht so wild. Hier diese Stromleitungen werden etwas flimmrig und da ist AMD FSR vielleicht etwas besser. Das müsst ihr dann selber ausprobieren. Ich mache es jetzt hier mal aus. Das kann man schön während des Raids auch machen. AMD FSR, neues Setting. Und da schauen wir mal. Ja, ist in etwa dasselbe. Je nachdem, was euch mit mehr Performance bringt. Hier wird es sogar noch ein bisschen mehr flimmrig. Je nachdem, wenn ihr DLSS nutzen könnt, nutzt DLSS. Und wenn nicht, dann nehmt halt AMD FSR. Bisschen rumprobieren, was es bei euch bringt. Achtet auf die Frames, achtet auf die GPU-Auslastung. Die geht dadurch, ja, sagen wir mal, auf jeden Fall 30-40% runter. Und kann euch ordentlich Performance bringen. Und ja, der Unterschied hier, wir schauen nochmal mit TAA High. Hier ist halt alles scharf. Da flimmert nichts und deshalb habe ich das auch an. Und wenn man eine Grafikkarte hat, die das hergibt, dann würde ich allen empfehlen, spielt auf TAA High. Es ist einfach angenehmer, insbesondere auf die Scopes, auf Entfernung, angenehmer fürs Auge. Aber wenn ihr die Performance da rausholen könnt mit FSR oder DLSS, dann macht es auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Meine PostFX Settings, ihr habt es ja gerade schon gesehen, wie es auf Customs bei Tag aussah. Und jetzt stehen wir hier auf Interchange. Bei Nacht muss man dazu sagen, weil ich habe zwei unterschiedliche Settings. Einmal Tag-Settings und einmal Nacht-Settings, wenn ich mit meinem Night Vision unterwegs bin. Und ich zeige euch einmal kurz die normalen Settings. Halt, Moment, hier, PostFX, das sind meine normalen Settings. Und daran angelehnt habe ich auch Settings für mein Night Vision. Das machen wir jetzt mal kurz an. Die sind so optimiert, dass man auch in der Nacht, wenn Lichter um einen rum sind, gehen kann. Ihr seht, ihr überblendet jetzt gerade alles und Blitze sind ganz schlimm. Und da hat man jetzt hier PostFX. Wir machen mal Visualize an. Und da hat man hier, macht man erstmal die Brightness runter, dann dreht man die Saturation runter und es bringt schon extrem viel Colorfulness runter. Und alles andere bleibt gleich, ist halt angelehnt an meine Tag-Settings. Ne? Hier Clifton mag ich sehr gerne. Colorblind Mode habe ich drin für ein bisschen kräftigere Farben. Das sind meine PostFX-Settings, die müssen nicht für euch passen, die müssen mit eurem Monitor zusammenpassen, aber ihr könnt die gerne als Orientierung nehmen. Und es gibt auch noch natürlich immer in der Nacht diese Sache, dass man auf Schwarz-Weiß stellt, um euch das auch kurz zu zeigen. Da stellt man hier auf Feather und dreht auf 100%, dann wird es Schwarz-Weiß. Aber ihr seht es, es würde viel mehr überblenden. Das heißt, das mache ich nicht und lass es so, ich mag es auch mehr, wenn es ein bisschen grün ist während des Night Visions. Sieht, hat ein bisschen besseren Flair, sieht einfach besser aus, hat mehr das Night Feeling als dieses komische Schwarz-Weiß. Ja, das sind meine PostFX-Settings. Meine Controls und Maus-Settings als erstes. Die wichtigste Einstellung bei der Maus, die Sense. Ich habe 0,35 normale Maus-Sense und 0,25 beim Aimen. Moment, dass ihr das aussieht. 0,35 steht da und 0,25 beim Aimen. Das sind Sense-Werte, die habe ich seit Jahren, seit mehr als 3 Jahren nicht mehr verändert. Die habe ich am Anfang mal eingestellt. Das passt für mich. Ich habe im Windows habe ich 800 DPI, muss man dazu sagen. Und da solltet ihr euch eure eigenen Gedanken machen, nicht stumpf übernehmen. Was für mich passt, muss nicht unbedingt für euch passen. Dasselbe gilt auch für die Binds hier. Ich scroll mal kurz durch und dann gehe ich noch ein bisschen auf die Feinheiten ein. Einfach anhalten, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt. Ihr seht, es ist einiges nicht gebunden. Insbesondere hier Overhead Fire und hier Sidestep Right, Sidestep Left und sowas. Das sind Sachen, die macht man eh nicht und die haben einfach zu Komplikationen geführt. Das, bei Tarkov, man hat viele Binds und viele Umschalter und das hat dann immer, ja, mit anderen Dingen sich überlappt und dann hat er was gemacht, was er eigentlich gar nicht machen sollte und deshalb habe ich es einfach rausgenommen, weil man es eh so wie gar nicht nutzt. Dann des Weiteren habe ich Linien, habe ich auf den Daumentasten von der Maus, hier. Einfach aus dem Grund, weil ich mich dabei bewegen will. Zeige ich euch mal kurz, also auf den Daumentasten ist Lean-In, das heißt, ich kann hier einfach frei rummoven, egal in welche Richtung ich lean. Und Smooth Lean habe ich dann auf Control-AD, das geht dann bloß im Stehen, alles macht man eh bloß im Stehen, wenn man um eine Kante rumlegt. Und dann, das nächste ist noch Malfunction Clear,
Mal sehen, wo haben wir es? Hier, Check Chamber und Inspect Current Weapon. Das kann man beides auf eine Taste legen. Ich habe das auf Left, Shift und Alt. Einfach aus dem Grund, das kann man dann im Laufen machen. Shift ist mein Sprint Key und dann drückt man einfach Alt dazu. Dann schaut er sich die Waffe an. Hier, Inspect Weapon, Left, Shift, Alt, Continuous. Also das heißt, immer wenn die zwei Knöpfe gedrückt werden, schaut er die Waffe an. Und das ist dann... Sobald er die Malfunction festgestellt hat, hat man hier auf Release, wenn man das loslässt. Das heißt, wenn diese Tastenkombination losgelassen wird, lädt er die Waffe durch. Ich renne also los, ne? Er checkt die Waffe und jetzt steht er normalerweise da, hier dies, das. Ich lasse los und dann lädt er einmal durch. Und das funktioniert wunderbar. Kann man dann auch, ne, je nachdem, im Stehen machen. Also ist alles möglich und funktioniert. Das Wichtigste war dabei für mich, dass ich das im Rennen machen kann. Wenn ich das auf Control-R habe, kann ich das zum Beispiel nicht während des Rennens machen, weil Control gedrückt und Shift ist derselbe Finger. Und ja, dann funktioniert das nicht so gut. Deshalb habe ich das auf Shift-Alt gelegt. Das ist so die Feinheit dahinter. Und alles andere bei den Controls, wie gesagt, macht euch eigene Gedanken, wie ich sie mir auch gemacht habe. Und was da für euch passen könnte, übernehmt es nicht einfach nur. Weil das kann für euch verwirrend sein, was für mich passt. Sound Settings, da gibt es eigentlich nicht viel. Overall Volume, ja, das bleibt euch überlassen. Ich habe es so, dass mir nicht die Ohren rausfliegen. Ich habe den Sound nicht übermäßig laut. Kommt auch auf eure Windows-Einstellungen an. Interface Volume, ich habe bei 30 ein bisschen das Klicken an. Ja, einfach für ein bisschen Feedback. Habe ich ganz gerne. Ansonsten, bei VoIP gibt es zu sagen, wählt das richtige Mikrofon aus, weil sonst hört euch vielleicht jemand in-game nicht. Das ist mir neulich passiert. Ist echt nervig. Also überprüft, ob euer Mikrofon hier richtig ist. Ansonsten, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Da oben die Voice könnt ihr ändern. Binaural Audio. Seit 0.13 wurde da ja Steam Audio verabschiedet und Oculus Audio ist jetzt die neue Audio Engine. Und ja, läuft nicht ganz einwandfrei. Stand 10.01. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, gab es schon einen Hotfix oder sowas. Aber ich habe rumgetestet, ich habe mit Binaural Audio on gespielt, ich habe mit Binaural Audio off gespielt. Ich konnte keinen wirklichen Unterschied im Audio feststellen, ob ich jetzt mehr höre oder weniger. Aber wo es einen Unterschied gibt, ist bei der Performance. Wenn ihr Binaural Audio ausmacht, habt ihr eindeutig bessere Performance, bessere Frames, weniger Frame Drops und sowas. Und auch dieses Memory Leak, was es im Moment noch gibt, ist vielleicht dann auch schon gepatcht. Dass man das Game hin und wieder neu starten muss, wird dadurch wohl auch weniger. Also im Moment meine Empfehlung, Binaural Audio off. Es schont eure CPU und ihr habt mehr Frames und weniger Frame Drops. Und der Sound hört sich irgendwie gleich an, von daher macht es keinen Unterschied. Meine Game Settings. Und zwar stellt man da hauptsächlich ein, die Quick Slots und Stamina und Health Condition, ob die immer angezeigt werden. Hier hinten kann man den Menü-Hintergrund, die Interface Language selbsterklärend. Quick Slots habe ich immer an. Und dann hier oben links das Männchen habe ich auf Monochrome, nicht auf Polychrome. Polychrome wäre dann grün. Das Grün ist mir ein bisschen, ja, das sticht ein bisschen zu arg raus. Dann kann man hier immer noch einstellen, Highlight Available of Operations, wenn man was im Stash hin und her zieht. Da habe ich Everything. Eigentlich nicht so wichtig. Dann im Moment habe ich den Automatic RAM Cleaner an. Nachdem es mit 0.13 ja irgendwie ein Memory Leak gibt, hilft der ein bisschen. Man muss aber trotzdem alle paar Raids mal sein Game neu starten, dass das wieder vernünftig läuft, weil sich irgendwie, ja, der Arbeitsspeicher vollfrisst. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Only use physical cores. Das ist an, da kommen wir gleich noch dazu. Da nutze ich ein Programm, das heißt Process Lasso. Deswegen ist diese Option hier egal. Das habe ich im Windows eingestellt. Mein FOV ist schon immer 59. Headbobbing auf 0,2, ganz wichtig, aus damit. Hier kann man einstellen, Preload Hideout. Das heißt, wenn der lädt, dass das Hideout direkt reingeladen wird und nicht erst geladen wird, wenn man ins Hideout geht. Ich habe es aus, weil, ja, sonst sind die Ladezeiten unnötig länger. Dann machen wir hier unten kurz mal die Cam aus. Malfunction Notification, dass unten rechts hier diese kleine Anzeige kommt, dass man Jam hat. Und Streamer Mode, das habt ihr nicht, das haben bloß Streamer, das ist, um den Namen hier oben zu verdecken. Und das war's auch schon mit den Game Settings. Viel mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen. Nvidia Systemsteuerung, die Windows-Einstellungen sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Die will ich euch hier kurz zeigen. Keine Sorge, AMD-Settings zeige ich euch auch noch gleich. Und als erstes kommt man hier in die Nvidia Systemsteuerung, wenn man hier rechtsklickt und dann es aufruft. Wichtig ist hier, fortgeschrittene 3D-Einstellungen verwenden und dann kommt man hier in die 3D-Einstellungen. Ich würde empfehlen, globale Einstellungen, insbesondere das Setting Energieverwaltungsmodus auf normal zu haben, weil dann taktet die Grafikkarte im Windows runter und für jedes Spiel und in dem Fall auch Tarkov hier Programmeinstellungen verwenden, hier oben die Echse hinzufügen. Und dann seht ihr schon, gibt es nicht so viel Spannendes, einfach Aktualisierungsrate höchste verfügbar, ist ganz klar. Hier den Energieverwaltungsmodus auf maximale Leistung, das ist ganz wichtig. Texturfilterung auf hohe Leistung
Und das war es auch eigentlich schon, was es da zu beachten gibt. Und dann kommen wir noch zu den Farbeinstellungen. Hier Helligkeit 70%, 60% Kontrast, Gamma auf 1. Das ist halt auf meinem Gaming-Monitor, da gibt es leider keine Profile je nach Spiel. Und digitale Farbanpassung 75%, finde ich aber auch fürs Windows und für alles andere sehr angenehm. Und das waren meine Nvidia-Einstellungen. Und dann kommen wir noch kurz zu den AMD-Einstellungen. Ich hatte nämlich neulich mal eine AMD-Karte und die will ich euch mal beide zeigen. Die hatte ich bloß einen Tag, deshalb sind die Settings vielleicht nicht ganz ausgereift, aber ich zeige euch mal hier kurz die Screenshots, die findet ihr auch in meinem Settings-Command, Ausrufezeichen Settings im Twitch-Chat, da findet ihr diese Screenshots auch nochmal, haben wir hier den zweiten noch. Das waren die Settings, die ich bei AMD verwendet habe, die waren ganz gut, noch nicht ganz ausgereift, weil ein Tag, ja, das ist nicht genug, um die Settings wirklich bis ins Detail zu tunen, aber dass die AMD-User hier wenigstens auch was zu sehen bekommen. Zum Thema Use Only Physical Cores, die Option funktioniert wohl nicht richtig und deshalb nutze ich da ein externes Programm, das heißt Process Lasso, gibt es als Free-Version, Link unten in der Description, wo ihr das findet, da muss man halt hier hin und wieder was wegklicken und wenn dann EFT läuft, dann kann man da ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar als erstes mal, halt, Moment, jetzt ist EFT weg, da, als erstes mal CPU-Priorität habe ich auf hoch gestellt, einfach, dass EFT da bevorzugt wird. Und CPU-Zugehörigkeit, da will man bloß die echten Kerne auswählen. Man könnte hier deaktiviere SMT, das ist dasselbe wie Hyperthreading, einfach ausmachen. Ich habe aber hier unten alle echten Kerne ausgewählt. Das sind immer die geraden Kerne und je nachdem, wie viele Kerne eure CPU hat, stehen dann da mehr oder weniger. Also bei mir ist es eine 8-Kern-CPU. Und ein 5800X3D, um genau zu sein, 8 Kerne. Das heißt, hier stehen 16 Kerne mit SMT an. Und dann nimmt man immer die geraden Kerne und das sind die echten Kerne. Die ungeraden sind immer sozusagen die virtuellen Kerne. Und ja, da Tarkov eh nicht mehr als 6 Kerne wohl nutzt, auf gar keinen Fall mehr als 8, ist das überhaupt kein Problem. Und es bringt auf jeden Fall was, meine Frames sprechen dafür und deshalb nutze ich dieses Process Lasso und ist eigentlich auch sehr einfach in der Anwendung. Das waren meine Settings für den Patch 0.13, Stand 10.01.2023. Es kann sich da einiges ändern, insbesondere mit Binaural Audio und mit dem RAM Cleaner und so, dass da Fixes kommen. Das behaltet mal im Hinterkopf, wenn ihr das Video vielleicht später seht. Und ansonsten, ja, hoffe ich, habe ich alles abgedeckt und wie gesagt, nehmt nicht einfach stumpf meine Settings, macht euch selber ein bisschen Gedanken und nehmt die bloß so als, ja, als Anreiz. Ich habe ja darüber gesprochen, wie wichtig CPU ist, Grafikkarte und so. Und findet da eure eigenen Settings und ja, ihr könnt euch da gerne bei meinen orientieren. Ich bin übrigens live zu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und wenn ihr aktuelle Settings wollt, Ausrufezeichen Settings im Chat. Der ist immer aktuell, der Settings-Command, wenn ich was ändere. Und außerdem hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.